Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico 4 Gameplay. Ich zeige euch das Game Breachers. Ich möchte euch das Game ein bisschen näher bringen, ein bisschen ein paar Sachen erklären. Ich werde jetzt nicht im Multiplayer zocken, es ist eigentlich ein Multiplayer-Game. Ich mache mit euch das Offline-Training, da kann man auch mit der KI so ein bisschen zocken, um das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Und ja, darum geht es mir eigentlich, dass ihr das Spiel kennenlernt. Waffenhandling, was haben wir für Accessoires, die wir benutzen können. Und ja, schauen wir uns aber ganz am Anfang mal die Optionen an. Wir haben hier einmal unter allgemein die Sprachoptionen, ne, welche Sprache wir hier haben. Deutsch, dann können wir uns das Blut ausblenden, wenn wir möchten. Möchte ich nicht. Dann haben wir die Audio-Option. Wir können hier die Musik leiser oder lauter stellen, wie wir haben wollen. Sprachlautstärke nachher natürlich. Dann können wir hier einstellen, ob wir stumm geschaltet werden wollen, wenn wir einen Server beitreten. Ist natürlich immer ja, ganz interessant, diese Option, weil man möchte ja nicht immer unbedingt gehört werden. Von daher ist es immer schon mal cool, dass man hier ja, optional direkt einstellen kann, dass man erstmal stumm geschaltet ist. Dann kann man per Stimmerkennung das Mikrofon aktivieren oder per Sprachtaste. Dann haben wir die Komfortoptionen, haben wir hier einmal die Höhenkalibration. Das habe ich eben schon gemacht. Dann haben wir den Bewegungsmodus, ob wir dem Kopf folgen, wo wir hingucken oder der linken oder rechten Hand. Ich mache immer Kopf, das ist eigentlich am besten, weil da, wo ich hingucke und nach vorne lenke, da geht es dann auch hin. Gebückter Bewegungsmodus, drückend, fließend oder deaktiviert. Dann haben wir den Rotationsmodus. Ich habe ihn hier fließend. Rotationsmodus ist das hier. Also ob wir Snap-Turn oder fließend haben wollen, ich lasse es jetzt mal auf fließend. Wer MS anfällig ist, also Motion Sickness anfällig ist, der sollte hier auf Raster gehen, definitiv. Dann haben wir hier automatisch Sprinten. Sprinten funktioniert, indem man einmal den Thumbstick runterdrückt. Lasse ich erstmal so. Dann können wir hier den Waffenwinkel einstellen, ist auch ganz interessant. Wenn man wirklich ein Problem hat, dass die Waffe nicht so wirklich passt, dann kann man das da einstellen. Wir können hier einen VR-Waffengriff aktivieren. Abstand für VR-Waffengriff ist auch schon mal ganz interessant. Handgelenk hart ändern. Ne, dann haben wir hier dieses Handgelenk hart. Haupt dafür spiegeln ist wahrscheinlich für Links- und Rechtshänder interessant. Ausrüstung und EMP tauschen. Wir haben hier nachher Slots und die werden dann einfach geswappt. Auch für Links- und Rechtshänder ganz interessant. Ja, hier können wir die Tasten uns einstellen, wie wir möchten. Ich lasse einfach alles so, wie es standardmäßig ist. So, dann haben wir ein Tutorial, was ihr unbedingt am Anfang spielen solltet. Das dauert so 20-30 Minuten. Den Punkt haben wir hier. Man wird aber auch dazu aufgefordert, das zu spielen. Und ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, das definitiv zu machen, um mal ein bisschen was kennenzulernen. Und ja, das Game unterstützt auch Crossplay. Das heißt, es gibt es ja für Steam, es gibt es für die Quest, es gibt es für die Pico und es wird unterstützt, das Crossplay, das ist natürlich sehr, sehr gut. Und das Spiel kostet 29,99. Ich finde es bisher echt gut, mir gefällt es gut. Die Map-Auswahl ist jetzt noch sehr, sehr dürftig. Also wir haben drei Maps zur Auswahl. Da können wir einmal spielen als Angreifer oder als Verteidiger. Also es ist so, dass wir einmal die Gruppe spielen, die quasi ins Haus einbricht und das befreit von den bösen Terroristen, und dann können wir einmal die Terroristen spielen. Und ja, das ist eigentlich schon mal alles zum Spiel. Ich würde sagen, ich lege es einfach mal los. Ich zeige euch mal ganz kurz einmal für die Angreifer und dann für die Verteidiger die Waffen, die wir haben. Gehen wir mal ganz kurz im Kaufmenü alles durch und dann spiele ich auch gleich mal ein, zwei Runden, damit ihr aber auch ein bisschen Gameplay seht. So, hier haben wir die Kaufphase für die Angreifer. Wir haben immer so eine Zeit, die abläuft, um sich vorzubereiten. Die Verteidiger können sich vorbereiten, Fallen setzen und so weiter und so fort. Und wir können es auch vorbereiten. Wir haben einmal hier die normale Granate, die Smoke Granate, also die Rauchgranate, dann die Feuergranate. Dann haben wir einmal die Heilspritze, die können wir bei uns, aber auch bei Kollegen anwenden. Dann haben wir so einen Sprengschaum. Dann haben wir eine Flashbang, kennt ja jeder, ne? diese Blitzgranate. Dann haben wir ein Cloaking Device, das ja, macht so ein Schutzschild und wir werden dann nicht mehr so gut gesehen. Dann haben wir eine Drohne, die zeige ich euch gleich mal. Kann ich euch gleich eigentlich direkt zeigen. Und Cloaking Device können wir auch. Hier haben wir unsere normalen Waffen, die Hüftwaffe, einmal die normale Pistole. Und dafür haben wir jetzt noch gar kein Geld. Hier haben wir unser Geld. Und ja,
Das muss man sich erstmal verdienen. Schauen wir aber jetzt gleich mal. So, Runde beginnt. Und ich werde jetzt mal die Drohne aktivieren. Die wirft man einfach hoch und schon kann man damit rumfliegen. Ist eigentlich ganz einfach mit den Thumbsticks und mit Trigger. Links ist runter, rechter Trigger ist hoch. Und da kann man echt super bequem mit fliegen. Geht richtig, richtig gut. Aber man wird auch beschossen von den Gegnern. Also wenn man nicht aufpasst, schießen die Drohne ab. Ne? Wie jetzt hier. Und schon ist die Drohne kaputt. Jetzt gehen wir aber auch mal dahin. Das Cloaking-Device testen, das aktiviert man immer mit Trigger. Also man muss eigentlich alles, was man so benutzt, einmal mit Trigger aktivieren und dann benutzen. So. Gucken, ob ich jetzt gut oder schlecht gesehen werde. Guck, der hat nicht auf mich geschossen. Man muss immer hier dieses EMP benutzen, um die Bombe zu deaktivieren. Das haben wir jetzt geschafft. So, jetzt habe ich den umgebracht. Jetzt können wir zum nächsten gehen. Und schon haben wir die Runde gewonnen. Das ist das Einfache daran. Bomben oder Gegner komplett ausschalten und schon hat man gewonnen. Das EMP ist halt wichtig, um zum Punkt A, zum Punkt B zu gehen, die Bomben zu deaktivieren. Hier können wir uns jetzt aber schon mal schöne Waffen aussuchen. Wir haben 3200 Credits und dann nehme ich einfach mal hier diese Schrotflinte, die ist ganz nice. Hier hat man Attachments, die kann man dann auch nochmal dazu kaufen. Und ja, das war's eigentlich schon mal. Dann können wir uns hier jetzt mal den Breaching-Schaum nehmen. Cloaking Device hatten wir ja. Und dann haben wir hier noch diese Heilspritze. Die testen wir jetzt mal gleich aus. Die kann man bei uns verwenden, aber auch bei den Kollegen. Also das ist ganz gut. Wir haben immer so einen Haken. Den zeige ich euch jetzt auch mal. Haben die Kollegen gerade schon vorgeführt. Den macht man mit Trigger. Mit der automatischen hochgeschossen. So, hier möchte ich gleich rein. Und nach der Kaufphase kann man dann hier auch wirklich das Ding kaputt machen. Kann natürlich sein, dass da jetzt einer steht und einen direkt abknallt. Ne? Das kann natürlich passieren. Ist jetzt hier zum Glück nicht passiert. So, wir müssen noch eine Etage höher. Schauen wir mal, wo wir hier hoch können. Also drei Maps haben wir, drei. Und die muss ich erstmal auch kennenlernen. Aber hier geht es zu den Treppen. Stairs. Aber wo? Da. Da sind die. Da müssen wir hoch. So. Da ist der Nick. Oh, da bin ich schon down. Ja, wie ihr seht, geht schneller als man denkt, wenn man nicht aufpasst. Die Schrotflinte schießt natürlich relativ langsam, ist aber stark. Also muss man sich entscheiden, wenn man da einen Kopfschuss macht, hat man schon gute Karten, dass der direkt down ist. Aber das ist jetzt eine normale Schwierigkeitsstufe. Da schießen die schon verdammt gut und man muss aufpassen. Man darf nicht zu krass nach vorne gehen, also ein bisschen defensiver spielen wäre da angebrachter, glaube ich. Ja, man kann sich das sehr bequem wie mit der Drohne auch anschauen, was die Kollegen da so treiben. Weise echt relativ schnell gehen. So, jetzt suche ich mir aber noch mal ein bisschen was Schnelleres aus. Laser können wir uns nicht leisten. Aber so ein rotes Punktvisier ist schon mal nicht schlecht. Als andere kann man es nicht leisten, okay. Hauptsache wir haben schon mal eine gute Waffe. So, und der gleich. Ich habe jetzt keinen Sprengschaum, deshalb ich muss ja angehen auf den, was der jetzt macht. Okay, hier kann man so rein. Los.
Also Waffen sind echt cool, Waffenhandling gefällt mir und Grafik ist für ein Standalone-Game echt gut, muss ich sagen. Also mir gefällt's. Man ist hier nicht auf PC VR, sage ich einfach mal. Ne? Wir haben halt keine High-End-Grafik, aber trotzdem kann man hier richtig Spaß haben. Das ist das Wichtige. Und wir haben hier ein Standalone-Gerät, das muss man natürlich auch mal bedenken. Dafür macht es verdammt gute Arbeit, muss man sagen. So, ich kenne die Maps alle noch nicht so wirklich, drei, auch wenn es nur drei sind. Da ist einer. Schon die Runde gewonnen, das ging schnell. Ja, hier müssen wir normalerweise jetzt, ne? Tack, tack, tack und fertig. So, das habe ich euch jetzt gezeigt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die andere Gruppe rein, quasi zu den Terroristen. Ja, dann sind wir bei der Map Skyscraper als Terrorist. Und hier haben wir wieder andere Sachen, die wir kaufen können. Frag Grenade, Smoke Grenade, natürlich, der gleiche hier. Die ersten vier Punkte. Dann haben wir aber eine Tretmine, die ist ganz gut. Und dieses Static Field Emitter, die wir werfen können, das ist auch ganz gut. Das zeige ich euch gleich mal. Das macht so ein Feld und die kriegen kleine elektrische Schocks, die Gegner, und können sich dann nicht so schnell bewegen. Wir haben jetzt auch wieder diese Kaufphase, in dem noch nicht angegriffen wird. Und wir können uns erstmal hier umschauen und überlegen, wo könnten wir jetzt die Fallen setzen. Aber ich würde die Falle jetzt mal irgendwie hier platzieren. Da kann die natürlich sehr schnell gesehen werden. Ich weiß nicht, dass man hier dran sitzt. Ah, guck. Hier wird die nicht so gut gesehen. Der Gegner geht aber trotzdem davon dran vorbei, weil so ein Laserstrahl fällt nicht so schnell auf. Ah, die kommen von hier, okay. So, wenn die jetzt hier durchlaufen, werden die langsamer und wir können die ein bisschen besser abknallen. Den ersten haben wir schon. Nachladen einfach. Taste. Per Taste raus. Das per Taste raus das Magazin und im Pouch nachladen. Fertig. Das kann man natürlich auch deaktivieren, wenn man das als Angriffstruppe sieht. Einfach in der Mitte drauf schießen und dann geht es wohl kaputt. Oh, gut in. Also man darf nicht lang rausgehen. Okay, die Runde haben wir gewonnen. Kann ich euch die anderen Gegenstände noch zeigen. Ich finde das immer sehr interessant, was es da so alles gibt, um das mal zu zeigen. So, jetzt haben wir hier auch nochmal einen Näherungssensor und wir haben einen Doorblocker, das ist auch ganz interessant. Nehmen wir mal eine andere Waffe. So, Laser finde ich immer ganz gut und erweiterte Magazin. Ja, komm, wir nehmen einfach alles. So, fertig. So, wir sind an Punkt A. Könnten wir eigentlich hingehen und sagen, okay, die kommen jetzt. Das muss ich natürlich erstmal auch den ganzen bisschen angucken. So, die werden wahrscheinlich von hier kommen. Und jetzt kommt hier so ein Energiefeld, was natürlich auch kaputt gemacht werden kann, wenn man hier drauf schießt oder auf das Energiefeld. Aber es hält natürlich erstmal auf und man kriegt natürlich mit, wenn da geballert wird. Näherungssensor. Haben wir hier. Den aktivieren wir auch einfach mal. So, wenn hier jetzt einer lang geht, dann gibt es einen Alarm, was auch nicht so schlecht ist. Natürlich, wenn wir jetzt hier auch noch irgendwo reinkommen, habe ich schon heftig geballert. Oh, ich bin tot. Okay. Aber ich wollte ja auch erstmal nur die ganzen Gimmicks zeigen
die wir hier haben. Vielleicht holt unsere Truppe auch noch was. So, nochmal. So, jetzt nehme ich mir nochmal die Tretmine, Static Field, das Omen-Gewehr und ja, zusätzliches erweitertes Magazin. Jetzt schaue ich mir an, was wir am besten beschützen können. B ist hier. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier wieder eine Sprengfalle setzen. Die war sehr gut platziert, weil die kommen meistens von da irgendwie. Ja, hier kann man jetzt natürlich auch durchkommen. Wenn die KI auch so ein bisschen Gimmicks benutzt, das ist natürlich, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt, dann können die wirklich, kann jeder sich absprechen. Die Gimmicks zu kaufen. Oh, die Sprenggranate ist schon hochgegangen. Sehr gut. Oh, ich bin schon wieder tot. Gibt's doch gar nicht. Jetzt wollte ich das Energiefeld setzen. Na gut. So, habt ihr gesehen, der ist gerade da rein und ist dann auch langsamer geworden, kann dann auch relativ schnell abgeknallt werden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die andere Map als Angreifer. So, jetzt sind wir im Hideout, auf der Map Hideout und ja, hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit. Was nehmen wir hier? Breaching Foam und unsere Heilspritze. Mal gucken, ist auf der mittleren Etage scheinbar. Ich gehe einmal rum und schaue mal, ob irgendwo noch ein Fenster ist, wo wir die Etage auch ran können. Hier geht man rein, da kann man auch. So, hier sehen wir mal, wie viele Leute noch leben vom Team. So, das Fenster ist super. Ja, die Baut hat es auch gecheckt. So, noch 13 Sekunden. Auch ganz gut dieses Hut, was man an den Waffen dann hat. Man sieht, wann es losgeht. Die Energie sieht man. Und ob man noch alleine ist oder nicht. Das war knapp. Ein Gegner noch. Drei von uns. Und die Runde gewonnen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Oder wir gucken jetzt noch mal uns die Waffen hier an. Also, mir gefällt am meisten die teuerste Waffe, die man hier noch mit erweitertem Magazin mit Laser versehen kann, mit so einer vorderen Greiftaste, ein Schalldämpfer dran und die macht schon echt Laune, 31 Schuss und ja, mit dem Laser ist die natürlich sehr zielgenau. Pistolen sind natürlich auch wichtig am Anfang und da muss halt jeder für sich selbst das Loadout so finden, was man am liebsten hat. Und hier muss man sich natürlich als Team wirklich absprechen. Das macht am meisten Sinn und ist unablässlich für das Game hier. So, ich würde sagen, wir gehen ins Hauptmenü. So Leute, ja, das war das Gameplay von Breachers. Und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut.
Das Game macht vieles, vieles richtig. Es müssen natürlich noch ein paar mehr Maps da reinkommen. 3 sind ein bisschen wenig, aber für den Anfang reicht es. Und ich denke mal, mit ein paar Updates werden dann noch andere Maps noch dazukommen. Und ja, das Game ist jetzt, ja, ich habe es euch im Offline-Modus gezeigt. Dafür ist es natürlich nicht gemacht, aber man kann damit echt gut lernen, ja, wie man mit den Waffen umgeht, was wir für Attachments haben, was wir für Gimmicks haben, die wir hier mitnehmen können, um das mal alles auszureizen. Empfehle ich euch schon, bevor ihr ins Multiplayer-Game geht, das wirklich mal offline zu testen, damit man auch nicht total verloren da in die Multiplayer-Spiele reingeht. Und dann ist es natürlich wichtig, sich abzusprechen als Team. Und das ist natürlich gut, wenn man sich wirklich ein Team aufbaut, was man kennt, und nicht mit nur Fremden. Natürlich kann man das auch machen, würde man mit sicher auch Spaß haben. Aber so wirklich eingespielt, die wo man sich auch kennt, das ist natürlich umso besser. Ja, das Game bietet Crossplay, das Game ist auf der Quest erhältlich, auf der Pico 4, auf Steam VR, kostet 29,99 und ich finde es nicht zu viel, meiner Meinung nach. Das Game macht einfach Spaß, Laune und ist gut umgesetzt. Ich habe jetzt keine großen Spitzer gesehen, also ich kann es von meiner Seite aus empfehlen, man wird hier mit Sicherheit richtig viel Spaß haben. Natürlich ist es jetzt nichts für Singleplayer, man muss hier wirklich Spaß an Pico 4 haben, das ist ganz klar, sonst macht es was nicht viel Sinn. Ja Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, euch hat es natürlich gefallen, war unterhaltsam für euch oder konntet euch das Spiel mal ein bisschen anschauen. Und wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen, Abo-Button jetzt nicht vergessen, damit ihr meinen Kanal unterstützt. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!